So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von MotoGP 2 auf der PlayStation 2. Letztes Mal haben wir bei den Herausforderungen eigentlich alles gemacht, was nötig ist. Es gibt noch ein paar Rennen, die ich auf Gold holen muss, aber eigentlich mehr oder weniger alles geholt. Jetzt fehlt noch die Meisterschaft. Dazu muss ich ein neues Spiel anfangen, auf dem Normalschwierigkeitsgrad. Die Simulation lasse ich jetzt einfach mal aus. Und das Wetter, Zufall. Zwei Runden, das hat sich gezeigt, reicht aus. Und das Team. Ja, da kann man jetzt wählen, was man möchte, aber ich wähle jetzt mal Tektra Yamaha. Zur manuellen Schaltung. Und das erste Rennen ist ein Assen. Interessant, das letzte Mal habe ich nämlich Jerez starten müssen. Dann mal zu den Einstellungen. Schaltung auf Beschleunigung. Handhabung. Reaktion. Beschleunigung hoch. Bremsen lassen wir so, Reifen auf. Passt so. Die Mischung passt sich automatisch an. Gut. Qualifikationstraining. Qualifying sucht natürlich auf Platz 1 zu fahren, denn das nicht leicht. Nicht zu blamen. Ich habe letztes Mal auch einen Testlauf gestartet. Geschaut, ob ich mit einem Drittklassen-Bike, sag ich jetzt extra so, ob ich damit mithalten kann. Und hat sich gezeigt, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Gefahren, ich habe alle drei gewonnen. Zwei davon im Regen. Und damit dürfte ich eigentlich Gold erreichen. Jetzt einfach mal auf der geraden Sekunde verloren. Okay. Ich glaube, ich habe vorhin ja gerade gesagt, dass ich das Drittklassen-Bike versuchen kann. Einfach damit ich gleich mal die Goldmedaille bekomme. Weil ich denke, würde ich dann Top-Bike fahren, wäre das nicht mehr so eine Aufgabe für mich, die leichte Bronze bekommen. So denke ich. Erste Reihe. Thank you.
3-1, das passt soweit schon. Damals sind ja die ersten vier noch in der ersten Startreihe losgefahren. Ja, vielleicht hätte ich noch Platz 2 fahren können, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dann auf ins Rennen. Schlechter Start. Ich habe das Gefühl, ich muss das Qualifying machen. Genau, weil sie auf der Geraden, wie man hier sieht, den Namen kam die Rossi ja mega hart an. Das ist klar, ich muss nicht jeden Rennen gewinnen. Vielleicht, wenn ich nur einigermaßen gut platziert bin. Dann hat mich jetzt Capirossi weit rausgeschickt. Das werde ich ja schon zu wenig. Weil offenbar habe ich zumindest hier den Assen habe ich keine Chance. Gleich zwei vorbei. Ja, der Sieg wird es nicht mehr. Und vielleicht noch ein Podium. Am besten wäre es jetzt noch gegen den Jetter zu werden, aber auch das wird schon sehr schwierig. Platz 4 war das Maximum mit diesem Bike. Naja.
Nächstes Rennen. Trotzdem 18 Punkte. Interessant, das sind 18 Punkte. Okay. Wusste ja nicht, dass es hier schon für die letzten 20 Punkte dient. So, Ramon, bin ich letztes Mal gefahren und da habe ich gewonnen gehabt. Diesmal im Trockenen, letztes Mal war es nämlich nass. Hat aber damals nicht für die Pole Position gereicht. Yamaha-Strecke. Ich treffe keinen einzigen Scheiß. Platz 2, das passt schon. Vor Checker und vor Rossi. Naja, das passt schon. Dann auf ins Rennen. Checker, Rossi, Abe, Krivier, Capirossi, Roberts, Aga, Barros, Goldberg, Gibernau, McCoy, Nakano, Kawa, Walker, Cardoso, Vincent, Haslam, Schack und Haruchikao. Warte, dann müsst ihr euch bei diesem Spiel ist es einfach irgendwie sehr, sehr schwierig. So, die ersten Führungsmeter. Zu spät auf der Bremse. Schade.
Rad wirklich unheimlich schnell. Wenn Checker dann auch noch blockt, wird es schwierig. Verpiss dich endlich auf den Weg, Mensch. Natürlich ist er dann wieder vorne. Ah, Mensch. Auch David, komm schon! Ach Mann, was regt jetzt auf? Ich habe vorher immer alle Rennen gewonnen, jetzt plötzlich keines mehr. Jetzt ist Biagi schon so weit vorne, 10 Punkte, 12 Punkte. Ah, ganz schlechter Start in der Saison. So, aber wenn ich jetzt den Jerez nicht zuschlage, wo dann? Oh, wieder Sonic. Habe auf der Pole Position. What? Das war das mal beim Test auch krass. Jetzt ist es einfach trocken.